Hallo, hier bei Carlos Lego. Heute wird der Banküberfall mit dem Bulldozer fertig gebaut und ich habe die Kamera ein bisschen in eine andere Position gebracht, damit man hier auch ordentlich sieht, was ich hier am Dach baue. Ohne dass man das Video direkt so vor die Nase geknallt bekommt. Das ist dann vielleicht doch etwas unangenehm, habe ich mir überlegt. Ich hoffe, man kann es mir ja, für diesen einen Part verzeihen. So, wieder schöne Verzierung hier. Und oh, diesmal wieder drei Teile auf einmal, also in einem Bauschritt. Das ist schon was Besonderes bei Lego City, zumindest bei diesem Set. Diesmal haben wir sogar sowas in Weiß. So ein Teil, warum auch immer das Weiß sein muss. Das verstehe ich gerade echt nicht. Und hier wieder ein 1x16 Stein. Wieder wenden und jetzt kommt hier eine Platte drauf. Größere Platte und wieder, das haben wir bei dem Wagen hier in Weiß, das ist so ein Falltürrahmen. So, und schon ist das Dach im Prinzip fertig. Jetzt bauen wir hier noch die Falltür mit so einer Art. Was ist das? Lüfter? Ja, es ist ein Lüfter. Kommt aufs Dach. Ich würde sagen, es ist ein Lüfter. Jetzt brauchen wir hier diese Stange. Und da, das klicken wir jetzt hier in diese Clips rein. Und schon haben wir eine schöne Feuerwehrstange kreiert, wo dann die Verbrecher auch schön hochkraxeln können, um den Safe zu rauben, den ich noch nicht fertig gebaut habe. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden, beziehungsweise wird noch. Und jetzt kommt gleich was Interessantes. Diese Teile, Doppelschrägen, invertierte 1x3er Doppelschrägen. Das ist cool. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich dachte, die sind irgendwie aus der Produktion. Ich dachte nicht, dass es die noch in aktuellen Sets gibt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich dieses Set unbedingt haben musste. Weil da Teile drin sind, die ich vorher noch nie in der Hand hatte. Jetzt bauen wir den Safe, also hier den Tresor. Gibt es auch Cornflakes, die so heißen? Schmecken lecker. Zumindest die dunklen mit der hellen Füllung. Also es gibt ja auch diese gelbfarbenen mit der Schokofüllung. Die schmecken mir aber nicht so gut wie die braunen mit der hellen cremigen Füllung. Ja, so ist das halt. Obwohl die gelben, glaube ich, das Original sind. Also die waren zuerst da. Muss ich nur gucken, jetzt kann ich es hier nicht auf den Tisch stellen zum Bauen. Dann sieht man nämlich nicht mehr, was ich hier mache. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So, wieder ein Clip. Und hier kommt jetzt so eine Art Belüftungsteil dran, damit das Geld auch Frischluft kriegt. Und eine Fliese. So, jetzt baue ich hier was extra und zwar ein Bündel Geld. Also ein großes Bündel Geld mit einem grünen Zweierstein. Immerhin, cool. Hier, das soll so ein Batzen oder so ein riesiges Bündel Geld darstellen. Das kommt jetzt hier rein und hier kommen ein paar einzelne Lego-Geldscheinchen rein. So. Und noch einer oben drauf. Und jetzt müsste eigentlich die Safe-Tür kommen. Ja, kommt sie auch. Wir fangen wieder ganz schwer an. Oh mein Gott, ich komme kaum hinterher. Nee, aber ich bin nicht die Zielgruppe. Das muss ich mir einfach vor Augen halten. So, das ist die Safe-Tür. Sieht ein bisschen nackig aus. Passt aber dann doch ganz gut, wenn man es hier dran macht. Ist dicht. Also sieht aus, wie ein Safe auszusehen hat.
Und der kommt jetzt, das finde ich cool hier, schaut mal durch das Fenster, diese Teile sind eigentlich nicht füreinander bestimmt, aber das passt hier genau an diese Clips dran. Und das hält auch, aber nicht so fest wie mit den normalen Clips. Und das war's eigentlich schon mit dem Bau. Damit sind wir fertig. Wir haben jetzt hier die schöne Bank. Wir haben den Hund, der jetzt einfach mal auf die Bank aufpasst. Wir haben hier den Wagen. Wir haben den Bulldozer mit dem goldenen Brecheisen und natürlich den Helikopter. Das war's wirklich für dieses Set. Danke fürs Zuschauen. Als nächstes kommt dann ein richtiges Review, wie sich das gehört. Bis dahin auf jeden Fall dranbleiben und tschüss hier bei Cardus Lego.